Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. In der letzten Woche wurde das erste frische All-Time-High im S&P 500 seit 2021 etabliert. Dementsprechend gut stehen die Chancen für weiteres Follow-through in der Woche. Mehr dazu dann aber hier im Video. Am Anfang wie immer der Hinweis, der Risikohinweis, alles was ich in dem Video sagen wird, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung empfunden werden. Ich werde wieder anfangen mit den Earnings, da geht es jetzt nächste Woche richtig rund, dann mit dem Economic Calendar und dann im Anschluss mit Setups. Am Anfang auch wie immer der Hinweis, in der Videobeschreibung findet ihr Links zu unserem Twitter-Kanal und auch unserem Discord-Server, wo man sich dann auch unter der Woche mehr austauschen kann zum Markt, beziehungsweise auf Twitter auch mehr Input bekommt unter der Woche zu den hier vorgestellten Szenarien. Ja, Earnings-technisch geht es nächste Woche, wie gesagt, richtig los. Die Financials sind größtenteils durch. Jetzt geht es mit Tech richtig los und halt Industrials, alles Mögliche. Highlights werden definitiv am Dienstag vor der Eröffnung Procter & Gamble und D.R. Horton, als auch J&J, also Johnson & Johnson, dann nach dem Close Netflix, Texas Instruments am Dienstag, am Mittwoch dann nach dem Close Tesla, IBM, ServiceNow, Lam Research, ASML, vorm Open am Mittwoch und dann am Donnerstag nochmal nach dem Close wird es interessant mit Intel, Visa, Arthur J. Gallagher, KLA, Capital One. Also geht jetzt wirklich richtig los. Viel neuer Input. Earnings Season natürlich immer sehr, sehr interessant, weil man so ein bisschen schauen kann. Was heißt, es ergeben sich sehr viele Chancen im Sinne von, wenn Unternehmen gute Zahlen liefern oder vor allem besser als erwarteten Ausblick, dann gibt es da oft weiteres Follow-through, je nachdem wie das Sentiment ist. Aktuell ist es sehr gut, muss man sagen. Das heißt, es sollte die Chancen hier nochmal verbessern, dass die nächsten Wochen die Aktien sich auch sehr gut entwickeln werden. Dementsprechend ja, sehr interessante Phase, in die wir da jetzt reinlaufen. Der Wirtschaftskalender ist ja mäßig voll in der kommenden Woche. Am Mittwoch die Flash-PMIs von S&P für den Services- und den Manufacturing-Bereich. Dann am Donnerstag das vorläufige GDP für das Q4. Ja, nicht der allerwichtigste Indikator, aber für Headlines immer nicht ganz irrelevant. Dann New Home Sales auch noch am Donnerstag um 16 Uhr. Und dann das Event of the Week wird der PCE, also die Personal Consumption Expenditures für den Dezember, das eines der präferierten Messinstrumente für Inflation von der Federal Reserve, am Freitag um 14.30 Uhr. Staatsanleihen oder Auktionen von Staatsanleihen stehen auch wieder einige an. Dieses Mal sind es nur Notes. Am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag jeweils um 19 Uhr eine 2, eine 5 und eine 7-Year Note Auction. Auch immer ganz interessant, das auf dem Schirm zu haben. Wie gesagt, vor allem halt für den Treasury-Markt. Ja, Heatmap in der letzten Woche. Sehr techlastig oder ich sag mal so Magnificent 7 oder ich würde mittlerweile sogar sagen Magnificent 6, weil Tesla, wie man hier sehen kann, wieder drastisch underperformt wie schon das ganze Jahr. Passt nicht mehr so richtig in dieses Raster rein mit dem Magnificent 7. Da kann man da lieber eine Broadcom oder sowas noch mit dazu nehmen, dann passt es wieder. Ja, AMD, also Halbleiter an sich, AMD mit 18%, absolut herausragend. Nvidia liegt knapp 10% wieder zur Broadcom, immerhin auch knapp 10%. Microsoft, Apple, Google auch alle deutlich fester. Der Tech-Bereich zieht weiter oder gibt weiter den Ton an und zieht den Rest vom Markt so ein bisschen mit hinter sich her. Financials, ja, eher eine schwächere Woche gehabt, der Energy-Sektor auch weiterhin sehr schwach, auch das Gesundheitswesen und so, Basiskonsumgüter eher am Konsolidieren. Ja, Fokus liegt ganz klar auf Risk-On und halt vor allem eben auf Halbleitern und Big-Tech-Werten. Mal sehen, ob sich das dann in der kommenden Woche mit den Earnings so ein bisschen ändert, wird sich zeigen. Ja, meine Watchlist für die kommende Woche ist, ja, wie man sich denken kann, wenn die Märkte neue All-Time-Highs machen, eher long-lastig. Ich werde die wie immer komplett in Discord posten und auch bei uns auf Twitter. Meine Fokusliste seht ihr hier rechts. Das sind quasi so die Namen, wo ich mich Stand jetzt, also Wochenende, besonders drauf fokussieren werde in der kommenden Woche, weil mir die Setups besonders gut gefallen. Ja, dazu aber jetzt vielleicht gleich hier in Trading View. Vielleicht mal angefangen, oder erstmal ganz kurz mit dem S&P. Man sieht hier relativ schön, hier rechts im Weekly Chart halt vor allem, dass man jetzt über den Hochs aus ja, Anfang, oder ich habe 2021, glaube ich, gesagt, ne, okay, es ist quasi Januar, die ersten Januartage 2022 ist das letzte All-Time-High gewesen. Also gute 2 Jahre her auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt eben drüber, Stand Freitag, das Close, das war nämlich sehr stark. Da gab es eine richtige Rampe ins Close hinein. Und wenn man sich hier die NYSE Net New Highs versus, also die netto neuen Hochs versus neuen Tiefs anschaut, dann sieht man Mitte der Woche, wir hatten generell so ein bisschen den Trend im Januar, dass die Hochs immer weniger stark überwogen haben gegenüber den Tiefs.
Dann am Mittwoch war es tatsächlich so weit, dass erstmals seit Anfang November 2023 die Tiefs überwogen haben. Das heißt, der Indikator war negativ sozusagen. Das wurde dann aber am Donnerstag und vor allem halt am Freitag direkt wieder korrigiert. Wird jetzt interessant, ob das quasi nur temporärer Dip war und wir jetzt weitere Expansion sehen oder ob das Ganze hier doch noch nachhaltiger sein sollte. Aktuell sieht es nicht wirklich danach aus, trotzdem interessant ist, auf dem Schirm zu haben. Nasdaq anhand des QQQs hier dargestellt, ja, ähnliches Chartbild wie im S&P, auch am Freitag mit neuen All-Time-Highs, versteht sich, die haben allerdings schon früher welche gemacht. Und dann so ein bisschen die Diskrepanz oder der Laggard aktuell, der IWM, also der Russell 2000 Small Caps, man sieht, da war die Woche lange nicht so stark, der Freitag war auch hier okay, die Woche an sich, ich habe es jetzt nicht auf den Weekly, ah doch, das dürfte der Weekly sein, also es ist der Weekly, das heißt, der IWM hat knapp im Minus geschlossen auf die Woche 0,41%. Ja, ist logisch, hier ist die Gewichtung von den Magnificent Six lange nicht so hoch wie in den anderen beiden Indizes, dementsprechend die Performance hier deutlich schlechter, was natürlich nicht sonderlich gut für die Marktbreite ist, weil die Marktbreite besteht natürlich aus mehr Aktien als aus den sechs vorher genannten. Deshalb wird wichtig, wie sich der Index vor allem in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt, jetzt im Laufe dieser Earnings Season vor allem und ob eben der Aufwärtstrend, der jüngste Aufwärtstrend, der seit November letzten Jahres läuft, weiterhin fortgesetzt werden kann und eben vor allem, um wieder hier rechts auf den Chart, auf den Weekly hinzuweisen, ob eben diese ewige Range wirklich mal nachhaltig nach oben hin verlassen werden kann. Das wäre der Fall, wenn die 200er Marke hier mal nachhaltig rausgenommen werden sollte. Auf jeden Fall im Auge behalten. Dann das TLT-ETF heißt Bonds. Hier sieht man aktuell mehr von dem, was man das ganze Jahr schon sieht, nämlich so gut wie keinerlei Käufer. Heißt, aufgrund der inversen Korrelation fällt das ETF oder was halt die Anleihen enthält, also die Kurse, dann steigen die Renditen. Das sieht man aktuell auch relativ deutlich, wenn man sich jetzt halt mal die Charts von den 10 Years, 2 Years oder whatever anschaut. Die haben sich definitiv wieder stabilisiert gegenüber dem freien Fall, in dem sie sich vor allem Ende letzten Jahres befunden haben. Ja, das belastet halt vor allem die jetzt nicht die Magnificent Seven, sondern halt, ich sag mal, starke Wachstumswerte, die oftmals noch defizitär unterwegs sind, also die steigenden Zinsen. Der ARKK, also der ARK Innovation ETF, ist hier ein ganz gutes Proxy dafür. Aber auch zum Beispiel der TAN, das heißt, der Solarbereich, leidet darunter wieder sichtlich. Der befindet sich nämlich, hier kann ich mal kurz aufrufen, wieder unweit der aktuellen Verlaufstiefs. Der hat sich jetzt im den letzten Monaten im 2023 auch wieder relativ gut entwickeln können, also der TAN, aber man sieht jetzt 2024 mehr von dem, was man großteils in 2023 gesehen hat, also wirklich unweit der Verlaufstiefs, ist halt auch ein Sektor, der ganz sensibel ist, was die Zinsentwicklung angeht und dementsprechend immer das, wenn man in dem Bereich viel handelt, dann sollte man das TLT-ETF oder irgendein anderes Maß für Zinsen oder halt für Staatsanleihen auf jeden Fall offen haben, weil, naja, man sieht, es gibt definitiv eine Korrelation. Ja, dann meine erste Idee auf der Long-Seite für die kommende Woche, ein alter Bekannter, der jetzt auch die letzten Wochen etwas korrigiert hat. Der XBI heißt der Biotech-Bereich. Solider Aufwärtstrend, wie gesagt, jetzt in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen ging es hier etwas abwärts, im Großen und Ganzen aber noch nicht viel passiert. Auch hier ist der Weekly-Chart relativ interessant, weil man auch hier sehr schön sehen kann, ich hoffe, es kommt im Video, erst kommt im Video, glaube ich, auch relativ gut rüber, dass man sich eben hier an der oberen Kante dieser sehr volatilen Seitwärtsphase, in dem sich der Bereich in den, seit 2 Jahren mehr oder weniger befindet. Also ist man jetzt an der oberen Kante und eben diese 95-Dollar-Marke in etwa stellt das obere Resistance-Level dar, das jetzt auch Anfang des Jahres getestet wurde. Da müsste es nachhaltig drüber gehen, da könnte nochmal richtig Momentum entfacht werden. Einzelwerte in dem Bereich, die ich interessant finde für Follow-Throughs, ist einmal eine CBAY, CymaBay Therapeutics, klassischer Base-Breakout wäre es in dem Fall. Biohaven, sehr starker Aufwärtstrend, auch jetzt korrigiert, am Freitag schön mit Käufern geantwortet, wäre ein klassisches Continuation Setup und dann habe ich noch ein ASND mit dabei, SC Dennis Pharma, so in etwa, also ASND mit den Tickern, dass man immer auf der sicheren Seite, was die Aussprache angeht, auch ein Biotech, auch hier ein sehr, sehr schöner Aufwärtstrend. Mal schauen, ob sich der in der kommenden Woche so fortsetzt. Wie gesagt, der Sektor für mich die erste Idee auf der Long-Seite. Dann auch noch sehr interessant, der Homebuilding-Bereich. Der ITB oder XHB kann man über beide ETFs relativ gut darstellen. Man sieht, der ETF in den letzten Wochen so eine schöne Base gebildet, eine relativ volatile und befindet sich jetzt an der oberen Kante dieser.
Wir kommen am Dienstag vor, weil sicher die Zahlen von D.R. Horton, einem der größten Hausbauern in den USA, die werden sicherlich maßgeblich dafür werden, wie hier der weitere Verlauf ist. Lennar hat schon vor ein paar Wochen gemeldet, die Zahlen sind sehr gut ausgefallen. Dementsprechend rechne ich persönlich auch mit D.R. Horton. Bei D.R. Horton mit sehr soliden oder robusten Ergebnissen. Ja, wird sich dann zeigen, wenn diese Base hier nach oben hin aufgelöst werden sollte, rechne ich mit weiterem Follow-through in dem Bereich. Aktien, über die man dieses abbilden kann, ist einmal eine Builders First Source, die hat den Breakout am Freitag mehr oder weniger schon vollzogen. Eine Meritage Homes, MTH ist hier der Ticker, ähnliches Chartbild wie der ETF selbst. Hier steht der Breakout aus der Base noch bevor. Und dann noch zwei kleinere Werte aus dem Bereich, die jetzt nicht selbst Homebuilder sind, aber halt ja, um den Bereich rumarbeiten. Einmal eine ASIC Company, die machen, glaube ich, vor allem Flooring. Und dann auch noch TGLS, Technoglas, die machen eben, wie es der Name bereits sagt, Glas. Also ja, das ist auf jeden Fall der Sektor, finde ich auch sehr interessant für die kommende Woche. Dann der aktuelle Star of the Show, der Halbleiterbereich, allerdings hier mal abgebildet über den XSD und nicht über den SMH. Der SMH ist der Market Weight gewichtete, also Marktkapitalisierungsgewichtete. Man sieht, der hat halt eine hohe Gewichtung AMD, Broadcom, Nvidia. Der ist bereits auf neue All-Time-Highs ausgebrochen und extrem gut unterwegs. Der XSD auf der anderen Seite ist da noch ein gutes Stück drunter. Also sowohl unter den letzten Verlaufshochs um $230 als auch um die All-Time-Highs, die liegen nämlich hier bei $250, etwas drüber, heißt, der hat noch gut Luft. Dementsprechend für mich die Idee in der kommenden Woche da eben, also bei einer AMD, Nvidia, einer Broadcom, die jetzt alle schon sehr gut gelaufen sind, wäre ich eher vorsichtiger, dementsprechend eher auf Laggards konzentrieren. Der PI hier als Beispiel, den Pinchi. Die haben letzte Woche vorläufige Zahlen gemeldet, sieht man hier an dem Gap. Die sind sehr positiv ausgefallen, hat dann diese jüngste Range nach oben hin verlassen. Sektor sehr solide, dementsprechend mit weiterem Follow-through zu rechnen. Und auf der Long-Seite interessant. Mit Planet Labs, nee, nicht Planet Labs, sorry, Photronics. Ja, hier nach den letzten Zahlen extrem, extrem stark gewesen, Mitte Dezember. Und jetzt korrigiert in den letzten Wochen und eben halt auch am Freitag diese jüngste Base nach oben hin verlassen. Auch hier für Continuation interessant. Der Rambus, ähnliches Bild. Auch hier hatte man eine breitere Range, die jetzt am Freitag mit der Stärke im Sektor nach oben hin verlassen werden konnte. Ist jetzt auch länger seitwärts gelaufen. Bis den Zahlen dauert es auch noch ein bisschen. Die kommen erst Anfang Februar. Dementsprechend hier auch Follow-through die Idee. Dann auch noch ein Wert, ACM Research, kleinere Werte aus dem Bereich, die haben auch schon vor hier, also die Kerze am Anfang Januar vorläufige Zahlen gemeldet, die sind ebenfalls sehr gut ausgefallen. Dann gab es eben erst diesen starken Impuls, jetzt diese kleine Korrektur. Auch hier Trendfolge, die Idee in der kommenden Woche. Die alle Werte von den gerade genannten haben gemeinsam, dass sie eben einfach noch nicht so overextended sind wie beispielsweise in der AMD. Da wäre ich jetzt definitiv vorsichtig mit neuen Longs, also vor allem mit kurz-mittelfristigen Trading-Bereich. Das ist so ein bisschen das Reasoning, warum ich mich jetzt für die Werte entschieden habe und nicht so für die bekannteren, so kann man es vielleicht sagen. Und dann als letzte Idee, vielleicht ein bisschen kontrovers, und zwar das Thema Bitcoin. Also man hatte jetzt ja das offizielle Approval der ersten Spot-ETFs und im Endeffekt ist eingetreten, wovon viele im Vorhinein ausgegangen sind, Sell the News. Also beide Rumor in das Gerücht rein, die 2 Monate davor ging es richtig ab in dem Sektor. Dann halt mit der Bestätigung im Endeffekt, dass das Thema jetzt durch ist, gab es dann nur noch Gewinnmitnahmen. Einmal im Bitcoin selbst, wie man hier sehen kann, wunderschöner Failed Breakout. Hält sich allerdings, muss man sagen, jetzt nicht, also hält sich nicht schlecht, muss man auch so festhalten. Diese jüngsten markanten Tiefs um $40.000 halten bis jetzt noch relativ gut. Der Bitcoin Strategy ETF, er sieht so ein bisschen eher aus wie ein Tannenbaum in den letzten Wochen vom Chart her. Meine Idee ist jetzt relativ simpel für die kommende Woche. Da muss man allerdings so ein bisschen schauen, wie sich das Intraday entwickelt. Das ist jetzt schwer, da eine fixe Prognose abzugeben. Wenn die Indizes am All-Time-High stehen, wenn Risk-On extrem gefragt ist, dann rechne ich früher oder später auch hier mit einer technischen Gegenbewegung. Halt vor allem in den Sympathy-Plays wie einer Mara, wie einer MicroStrategy, Riot, Coinbase wegen mir, also die ganzen Volume-Leader. Und das ist ein klassisches Mean-Reversion-Setup. In dem Fall Long, da die vorhergegangene Bewegung eben dieser extrem starke und scharfe Abverkauf ist. Das heißt nicht, dass ich damit rechne, dass die Aktien zeitnah die letzten Verlaufshochs erreichen. Im Gegenteil, da gehe ich nicht von aus. Aber halt so eine Bewegung, ich sag mal bei Maratz als Beispiel Richtung $20, halte ich schon für durchaus denkbar. Das Ganze ist relativ schwer zu handeln, wie gesagt, weil die Bewegungen dann meistens wirklich über ein, zwei Tage laufen. Das heißt, man muss, Timing spielt hier eine extrem große Rolle und man muss eben den Entry mehr oder weniger perfekt timen. Wenn einem das allerdings gelingt, können diese Art von Setups sehr rentable Trades darstellen. Dementsprechend für die kommende Woche eine Idee von mir. Mal sehen, ob es dann tatsächlich auch was wird.
Ja, wie gesagt, wenn es ganz interessiert, auch hier unter der Woche mehr Updates zu kriegen, auf jeden Fall bei Discord reinschauen und eben auch bei Twitter, je nachdem. Links zu beidem findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von meiner Seite. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Feedback gerne in die Kommentare oder eure Ideen, whatever. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.